Mein Name ist Markus Eckert, ich bin Lebensfotograf mit dem Schwerpunkt Hochzeit und ich sitze hier bei der Judy. Hallo Judy! Hi Markus! Erzähl mal, wie machst du Brautpaare glücklich? Ja, also ich habe die wundervolle Aufgabe, mit diesen schönen Blumen, wie man hier im Hintergrund schon sehen kann, die Brautpaare glücklich zu machen. Mit Dekoration, Dekoartikel, alles, was irgendwie eine Atmosphäre kreieren kann und mit Blumen diesen wundervollen Tag unterstützen kann. Okay. Das heißt, du hast irgendwie, machst auch Brautstrauß, machst auch Autoschmuck, was machst du alles? Genau, also, das ist eine gute Frage, Markus. Das geht eigentlich los natürlich mit dem allerwichtigsten Equipment, dem Brautstrauß. Dann geht es natürlich auch weiter zu den Trauzeuginnen, die dann auch gerne vielleicht mal ein Armbändchen tragen wollen oder einen Kranz im Haar. Oder die Braut möchte vielleicht auch Blumen im Haar haben. Über bis zum Bräutigam natürlich, der den berühmten kleinen Blumenanstecker bekommt. Aber auch sein Gefolge auch manchmal natürlich so einen Blumenanstecker haben möchte. Oder vielleicht auch, wenn Kids schon da sind, der kleine Sohn einen kleinen Anstecker bekommt. Oder die Tochter einen kleinen Blumenkranz. Bis über natürlich zu den Autogestecken, wie du es gerade eben schon gesagt hast. Das braucht nicht jeder, weil manchmal ist auch an der Location die Feier und auch die Trauung. Aber wenn man natürlich von A nach B fährt, dann möchten in den meisten Fällen die Brautpaare ein toll dekoriertes Auto haben. Also auch das mache ich. Für die Kirche, die Kirchendekoration oder bei der freien Trauung. Gerade ganz total angesagt sind diese Makramee-Vorhänge, die ich natürlich auch mache. Und zu guter Letzt natürlich die Tischdekoration für das Hochzeitsfest. Wow. Also das ist eine relativ lange Liste, würde ich sagen. Wir haben auch noch nicht alles dabei, aber ich glaube, für den Anfang reicht das erstmal. Okay, super. Also heißt einfach mal anfragen und dann kannst du auch sagen, ja, machen. Genau. Und okay. Es ist natürlich auch immer so, dass das jeder individuell entscheidet, was er gern haben möchte. Bei mir gibt es nicht irgendwie ein Min-Max-Paket oder sowas, ja. Der eine möchte ganz gerne das Komplette. Der andere möchte vielleicht wirklich nur die Ausstattung für sich mit den Blumen und vielleicht abends noch die Tischdekoration. Das muss man immer individuell besprechen. Also gibt es keine Standards bei dir, sondern so wie du gerade sagst, genau. Individuell für jeden. Genau. Sehr schön. Seit wann machst du das Ganze denn? Ich bin noch gar nicht so lang dabei, Markus. Tatsächlich habe ich erst im Mai diesen Jahres, also Mai 2019, meinen ersten Auftrag gehabt und auch mein Gewerbe angemeldet. Und dann ging es eigentlich los. Dann hat die Geschwindigkeit irgendwie richtig Fahrt aufgenommen. Und seitdem, also dann hat natürlich ein Auftrag nach dem nächsten stattgefunden. Und für nächstes Jahr sind jetzt auch schon richtig viele Termine gebucht. Wow, also bist gefragt. Also ich habe irgendwie festgestellt, dass die Leute das gut finden, was ich mache. Das freut mich natürlich total. Wie ist denn jetzt der Ablauf? Wie kommen die Brautpaare zu dir? Wie läuft es dann? Erzähl mal ein bisschen. Ja, also, bin sehr aktiv in den sozialen Medien. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gefunden auf Instagram. Auf jeden Fall, wenn man mich sucht, Bloomery by Judy auf Instagram. Und eigentlich läuft ganz, ganz viel über Instagram. Die meisten folgen mir und gucken sich natürlich an, was ich so mache und schreiben mir dann eventuell meine Direct Message oder vielleicht auch eine andere Kontaktform. Über zum Beispiel meine Homepage geht es auch. Und dann erzählen sie mir in den meisten Fällen natürlich erstmal von ihrem Datum, dass ich gucken kann, ob der Termin noch frei ist. Dann, was sie sich so wünschen. Und im zweiten Schritt, wenn die Sachen erstmal grob abgesteckt wurden, kommt dann das Treffen zustande. Das Treffen mache ich sehr gerne persönlich, dass wir uns kennenlernen und gucken, ob das auch alles so passt, ob wir zusammenpassen. Und natürlich auch einige Brautpaare haben vielleicht noch nicht so ganz eine Vorstellung, was sie wollen. Dann bringe ich natürlich ganz viel Inspirationsmaterial mit, habe da so verschiedene Quellen, die ich mitbringen kann. Und dann suchen wir zusammen ein annäherndes Konzept aus, würde ich jetzt sagen. Also so ein bisschen so eine Richtung, in die es gehen soll. Und danach habe ich ein bisschen Zeit, konzeptionell zu arbeiten. Das macht mir besonders viel Spaß. Dann geht es nämlich in die Angebotsphase. Und die Angebote versuche ich auch so gut wie möglich anschaulich zu gestalten. Weil manchmal ist einfach nicht so ganz klar, wie groß soll jetzt oder wie viel zahle ich jetzt für den Tischschmuck zum Beispiel. Wie teuer wird jetzt dieses Volumen oder dieses Volumen? Und das versuche ich natürlich so anschaulich wie möglich darzustellen, damit man auch genau weiß, was man für den Preis bekommen kann dann später. Ne? Dann in der nächsten Phase ist dann das Brautpaar gefragt, ob sie das natürlich annehmen wollen oder nicht. Und
Ich freue mich natürlich dann immer mega, wenn Sie das annehmen, das Angebot. Danach kommt dann eine tolle Phase. Ich bin dann im intensiven Austausch mit dem Brautpaar. Da können nochmal Ideen fließen, da können auch nochmal Dinge verändert werden. Das ist alles gar kein Problem. Ich sage immer, das ist ja ein Prozess und das machen die meisten Leute auch zum ersten Mal in ihrem Leben. Und es ist völlig verständlich, dass vielleicht auch nochmal Nuancen geändert werden oder vielleicht auch zum Beispiel jetzt doch mal noch eine Installation dazu kommt oder wir nehmen die Bodenvasen weg. Also da geht es um so kleine Details. Oder vielleicht auch eine Blumensorte geändert werden sollte, die Farbe doch nochmal ein bisschen anders ist. Und das wird uns, sage ich mal, begleiten bis zu Ihrem Hochzeitstag. Und ich sage immer so, allerspätestens eine Woche vorher sollten wir uns dann schon mal einig sein, dass ich dann weiß, ganz, ganz genau, was dann alles gefragt ist. Ja, das ist so, sage ich mal, von A bis Z. An dem Tag selber, das besprechen wir im Vorfeld, ob ich hinfahren soll oder ob es abgeholt werden soll. Es kommt immer ein bisschen darauf an, für was man mich dann braucht. Also ob ich die Blumen vorbereiten soll und dann wird der Rest vor Ort übernommen oder ob ich vor Ort auch noch mit dekorieren soll. Und dann freue ich mich natürlich auf den großen Tag. Genauso aufgeregt wie die Braut. Also die Braut ist natürlich noch aufgeregt, aber ich bin natürlich auch aufgeregt und hoffe, dass ich das alles toll hinkriege. Ja, und dann haben die Brautpaare einen ganz, ganz tollen Hochzeitstag. Sehr schön, das klingt doch klasse. Ja. Wie ist es? Du hast es gerade gesagt, du bringst es auch zu Locations, das heißt, du lieferst auch. Man kann aber auch hier bei dir abholen. Ja. Okay, du sitzt jetzt hier in Konstanz. Genau, aus Konstanz aus dekoriere ich. Es kommt immer ein bisschen darauf an, ob das Brautpaar zum Beispiel standesamtlich heiratet. In den meisten Fällen wird da dann einfach der Brautstrauß gebraucht, vielleicht noch ein Anstecker für den Bräutigam. Allerhöchstens noch eine Tischdekoration für das Restaurant vielleicht oder sowas. Ja? Und in dem Fall ist es meistens so, dass sie tatsächlich sagen, sie wollen es auch abholen, wenn es dann gerade in der Nähe passt. Ja? Ansonsten komme ich natürlich auch gern, wo auch immer das sein soll, in einem Radius von so circa 2 Stunden Anfahrt ungefähr, komme ich dahin gerne. Für die großen Hochzeiten, wo die Brautpaare in der Regel ja wirklich vormittags gestylt werden, also wo eine Stylistin kommt und sie sich eigentlich gar nicht mehr darum kümmern können, da werde ich dann gefragt, ob ich wirklich vor Ort sein kann zu den verschiedenen Locations, wie beim Getting Ready zu Hause vielleicht oder im Hotel, dann zur kirchlichen Trauung oder zur freien Trauung und später natürlich noch zur Hochzeitslocation, was in den meisten Fällen vielleicht ein Restaurant sein kann oder sowas. Das fahre ich dann auch alles an. Und das ist wirklich immer eine Entscheidung vom Brautpaar. Okay, super. Jetzt hast du vorhin auch gesagt, eine Woche vorher sollten die sich dann auch fix entscheiden. Ja. Reicht es, wenn sie sich eine Woche vorher anfragen? In der Regel nein. Ja. Das hat einen Grund und zwar, ich arbeite ja wirklich nur für das Event. Ja, also ich bin dann gebucht für dieses Event und in den meisten Fällen sind die Termine schon frühzeitig angefragt oder reserviert. Das heißt, ich habe gar keine Flexibilität mehr so eine Woche vorher. Gerade in der großen Hochzeitssaison, die von Mai bis Oktober geht, dann so in der Zeit Oktober bis März bin ich natürlich viel flexibler, kann ich natürlich auf solche spontanen Anfragen viel besser reagieren. Aber in der Hochsaison, in der Regel, wenn ein großes Konzept dahinter steht, muss man mindestens mal mit einem Dreivierteljahr oder einem Jahr besser sogar schon, ich würde sagen wirklich im Jahr vorher, mit der Anfrage beginnen. Okay, ja. Okay, sehr schön. Thema Autobefestigung nochmal. Befestigst du das? Müssen das Brautpaare selber befestigen oder wie läuft das Ganze? Genau, also der Autoschmuck ist natürlich auch ein toller, also ein tolles Accessoire, sage ich mal. Das kann ich gerne machen, das kann ich gerne übernehmen. Das kommt immer ein bisschen darauf an, ob das jetzt ein gemietetes Auto ist, vielleicht von so einem Limousinenservice oder sowas, ja. Die weiß ich, dass die das auch gerne mal machen, weil die dann auch wissen, wo sie das platzieren und die kennen ihre Autos am besten. Aber natürlich habe ich auch Bräute, die mit ihrem Privatauto fahren und da bringe ich das natürlich super gerne auch an. Ich habe, da achte ich wirklich auf die Qualität von den Steckmassen und Befestigungssachen, dass da auch wirklich nichts passiert, dass es auch wirklich die Anforderungen standhält. Und dann habe ich mich natürlich da auch informiert und auch selber ausprobiert. Ich bin, also mein allererster Autoschmuck, ich weiß noch, ich bin dann hinterhergefahren, weil ich wirklich echt auch nur mal sicher gehen wollte, dass da nichts passiert. Hat auch alles funktioniert, aber ich musste natürlich erstmal eigene Erfahrungen machen und habe dann nach
glaube, Viertelstunden habe ich dann auch gemerkt, dass alles sicher ist und bin dann nach Hause gefahren. Ja. Sehr schön, sehr schön. Hast du dem Brautpaar noch irgendwie Tipps von deiner Seite? Also zum Hochzeitsfest, also würde ich jetzt sagen, aus Sicht des Brautpaares, worauf man vielleicht auch achten kann, so ich als ehemalige Braut, worauf man oder wo man auf jeden Fall gut aussuchen sollte und noch also vielleicht auch investieren müsste, ist auf jeden Fall den Fotografen. Mhm. Also ich finde das unheimlich wichtig, jetzt gerade nach anderthalb Jahren verheiratet, macht einfach so Spaß, nochmal die alten Bilder anzuschauen und sich da einfach daran zu erfreuen an diesem tollen Tag. Das ist einfach extrem wichtig für einen dann selber. Aus der Sicht des Gastes würde ich jetzt aber sagen, ist natürlich die Stimmung auch wichtig und das macht natürlich auch vor allen Dingen so eine Band oder so einen DJ. Da würde ich auch wirklich echt gucken, was der so auf Lager hat oder was die so auf Lager haben, damit da nichts schief geht. Ja, ja, ja. Hast du auch noch irgendwelche Sachen, wo du sagst, darum müssen die Brautpaare achten, gerade zum Thema Floristik? Ja, ich habe immer so ein paar kleine Tipps natürlich, also sagen wir mal einen etwas allgemeineren Tipp. Wenn es dann zum Budget geht, da gibt es natürlich auch manchmal Budgetvorstellungen von Seiten des Brautpaares. Da würde ich sagen, das ist alles immer ganz gut möglich, solange sie offen sind vielleicht auch für Alternativen. Also sagen wir mal zum Beispiel ein Beispiel. Sie wünschen sich halt vielleicht unbedingt Hortensien, aber im Budget passt jetzt diese Sorte nicht unbedingt gut rein. Wir Floristen oder beziehungsweise wir Hochzeitsfloristen haben immer ein gutes Auge oder vielleicht auch einen guten Hintergrund, was wir anstatt Alternativen anbieten könnten. Also wenn man ein Budget hat, soll trotzdem toll aussehen, dann lieber uns machen lassen. Wir kennen Alternativen, die günstiger sind oder einfach auch dass die gleiche Atmosphäre oder das gleiche, was das Brautpaar ausdrucken möchte, also hergestellt werden kann. Das finde ich ist mal ein guter Tipp. Ansonsten klar, wenn Budget groß genug ist, dann sind natürlich auch alle Wünsche möglich und umsetzbar. Das wäre so ein allgemeiner Tipp. So ein Detailtipp, den ich noch habe, was viele auch gar nicht so genau wissen, am Tag selber, wenn sie ihren Brautstrauß bekommen, ich habe jetzt hier gerade mal so einen Brautstrauß, dann haben die ja meistens auch noch so ein schönes Band, so ein Dekoband und viele stellen dann, wie man es halt eben auch so kennt von zu Hause, den Brautstrauß in eine Vase gefüllt mit Wasser bis oben hin und dann saugt sich natürlich dieses ganze Band extrem voll und wenn es dann gerade vielleicht losgeht, dann hat die Braut so ein nasses Etwas in der Hand und deswegen mein Tipp, stellt einfach dann den Brautstrauß wirklich nur in eine Vase mit so ein paar Zentimeter Wasser gefüllt und dann kann es auch direkt losgehen zum Shooting oder vielleicht auch sogar zur Trauung und dann hat man nicht dieses nasse Ding hier in der Hand. Okay. Das ist ein guter Tipp. Das ist ein sehr hilfreicher Tipp, ja. Den ich auf jeden Fall, aber natürlich am Tag dann auch immer noch mal sage. Okay, sehr schön. Du hast vorhin den Preis genannt. Mhm. In welchem Preisrahmen bewegen wir uns? Ja, Preise, weiß ich, ist extrem wichtig. Ja, man hat ein begrenztes Budget. Tausend andere Sachen müssen bedacht werden. Ich weiß, das ist natürlich nicht einfach. Aber für mich ist es natürlich auch nicht so einfach, pauschal. Sag ich mal, man kann ja jetzt vielleicht so ein bisschen sehen, was für verschiedene Blumen es gibt. Ja, Trockenblumen sind auch gerade wirklich total angesagt. Finde es super schön, ich liebe es auch. Also die ganze Wohnung ist mit Trockenblumen dekoriert. Hat aber natürlich auch seinen Preis. Und ich sage immer, ich habe keine Angst davor, Preise zu nennen, ja, aber ich brauche ein paar Informationen. Und Informationen sind ganz wichtig. Also da geht es dann wirklich darum, welche Sorten müssen mit dabei sein, soll es Trockenblumen sein, soll es das berühmte Pampasgras sein zum Beispiel. Volumen ist wichtig, um eine Kalkulation zu machen und Gästeanzahl. Und sage ich mal, wenn ich diese groben Keypoints habe, dann kann ich auch eine gute pauschale Antwort geben. Blumen sind aber natürlich auch immer noch tagesabhängig, also auktionsabhängig, sage ich mal. Ja, die haben leichte Variationen und nicht in jeder Saison kriege ich alles. Das kommt auch noch hinzu. Das heißt, es ist für mich natürlich nicht so einfach, so schnell zu antworten, aber wenn ich so ein bisschen weiß, in welche Richtung es geht, spätestens bei der Konzepterstellung, dann kann ich auch gute Angaben machen und in der Regel trifft es das auch ganz genau. Okay, super, super. Dann sage ich jetzt mal vielen Dank. Ja, gerne. Für deine Zeit. Super gerne. Und ja, die letzten Worte erstmal Gast gehören dir. Ja, also danke Markus erst nochmal, dass du heute hier mit mir in meinem kleinen Deko-Himmel sitzt. Also ich freue mich natürlich wahnsinnig, das hier machen zu dürfen. Ja, also diese
sag ich mal, diese Kreativität und diese Schönheit, dem Brautpaar für ihren Tag herzustellen und sie auch ein Stück weit zu begleiten. Also das macht mir unheimlich viel Spaß. Deswegen auch diese Hochzeitsfloristik und auch nicht, sag ich mal, alltägliche Floristik vielleicht, also wirklich die Hochzeitsfloristik. Und ja, dieses Brautpaar ein Stück weit an ihrem Hochzeitsprozess zu begleiten bis zu diesem tollen Tag, das macht mich unheimlich glücklich, wenn ich dann auch noch dieses tolle Feedback von den Bräuten bekomme. In der Regel sind es tatsächlich die Bräute, die mir dann vielleicht eine Nachricht schreiben nach der Hochzeit, dass sie wirklich grandios sich gefühlt haben mit ihrer Blumendeko, mit dem Brautstrauß und so. Das macht mich natürlich unheimlich glücklich. Und ja, das möchte ich natürlich weiterhin so machen. Ja. Super. Vielen Dank nochmal. Ja, super gerne. Hat mich gefreut. Mich auch.